Okay, das ist Amazon. Es passt ganz genau auf. Der Ibo oder der Angreifer greift nicht so an. Ibo, mach mal. Ich will nicht, dass das, mach mal nochmal. Gut, ich möchte nicht, dass das so monoton ist. Das soll nicht so monoton ablaufen, weil glaubt mir Leute, die Leute sind nicht so monoton. Die Leute kommen. Die kommen urplötzlich, Leute. Und deswegen müsst ihr auch bitte demnach trainieren. Trainiert bitte nicht so, Alter, das ist Kacke. Das ist sowas von unrealistisch, wenn man sich wirklich darauf spezialisiert oder fixiert, dass man wirklich langsam, ich mach mal mein Demo, ich bin mal jetzt der Angreifer, ich sage jetzt euch, mach mal Partnerübungen. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, weißt du, guck mal, keine Deckung, nichts mehr, weißt du, ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn das Ganze nicht klappt. Wir müssten da Power reinpacken. Ja, ich darf nicht nur, ja, schön, das ist gut. Für den Anfang ist es auch okay, weißt du, dann lernst du es halt. Ne? Ich möchte, dass ihr wirklich realistisch, ihr steht euch gegenüber, ne? Und dann, boom. Mein Ziel ist ja nicht der Bösewicht zu sein. Ich trainiere ja auch eigentlich als der Angreifer einen Schlag nach vorne. Ja, sei es ein Jab oder ein Kettenfauststoß, wie auch immer. Na, stellt euch nicht mehr unbedingt in die Rasse, sondern quasi gewendet mit einem Bein vorne zum Gegner. Und dann wollt ihr eine geben. Ja, und schön. Der andere macht erst nur den Packsau. Ja? Puh. Ja? Das heißt, meine rechte Hand schießt nach vorne, seine linke Hand macht den Pack. Und dasselbe auch dann, wenn ich mit der linken Hand komme, macht der Gegenüber mit der rechten Hand diesen Abwehr. Habt ihr verstanden? Ja. Ja, das ist wichtig. Und was auch noch, ich betone es nochmal. Ibo, mach mal bei mir. Puh, das hier will ich auch nicht sehen, Alter. Das geht nicht. Ihr müsst die Distanz haben. Weil wenn der macht, wenn das nicht ausreicht, guck mal hier. Da ist er schon zu nah dran. Das soll nicht passieren. Ibo, komm. Es muss richtig schön rein. Das muss richtig von vorne rein klatschen. Ibo, komm. Das muss im Vorfeld schon klatschen. Boom, Kopf. Das muss explosiv sein. Das muss explosiv sein, Leute. Weil glaubt ihr, wenn ihr Ibo kommt, den ihr macht, toll. Toll, aber dann nur den hier stehen bleibt. Ihr müsst bam. Ihr müsst bam. Ihr müsst so Zeichen geben. Bam, bam. So dieses Pum, nach vorne gehen. Ihr müsst auch mit Schrittarbeit nach vorne. Ihr müsst nach vorne katapultieren. Und wenn der beim Training den Einmalkuss gehauen hat, mein Gott, wir werden es überleben. Wir werden es überleben. Weil es macht überhaupt keinen Sinn, Leute. Glaubt mir, wenn ihr langsam trainiert, und dann auf der Straße, Gott bewahre, oder wo auch immer, greift euch wirklich jemand an. Ja? Und ihr macht so weiche Übungen, dann kommt er durch. Dann packt er euch, schmeißt euch. Dann gibt ihr euch eine Ohrfeige. Ja? Und das soll nicht passieren. Eins, zwei, puh. Ja? Und eins, puh. Und zwei, puh. Eins, zwei, puh, puh. Wir verbessern durch diese Übung auch unsere Reflexe. Was kann ich machen? Ich komme. Eins, ja, und zwei. Sehr schön. Wieder zurück.